Mein Name ist Avraham Melamed. Ich war Leistungsschwimmer und damals der beste Vertreter für Israel im Schwimmbecken. Gegen 5 Uhr morgens wachte ich auf. Ich hatte Geräusche gehört, die aus der Nachbarwohnung drangen. Es klang, als würde jemand Möbel hin und her schieben. Und es gab laute Rufe und Schreie. Dann hörte ich plötzlich, wie Maschinenpistolen abgefeuert wurden.